Okay, ich muss jetzt, glaube ich, langsam mal einen Bauplan machen. Einfach aus Grund dessen, weil eigentlich war das ja nur als Pflanzenfarm gedacht und hier wird momentan alles gemacht. Essen, Pflanzen und so weiter und so fort. Und außerdem ist es jetzt schon problematisch mit dem Strom. Warum eigentlich? Deswegen, der ist fast permanent bei Minus. Obwohl schon der selbstständig was macht. 48.000. 48.000. So, das heißt, wir haben jetzt. Warte, wie können wir nochmal Clay herstellen? Ich hab vergessen. Clay. Vielen Dank, ich bin dank. Was für eine Zahl haben wir denn jetzt? 886? 8668. 8668. Ich hoffe, ich habe mich nicht verrichtet. 8668, genau, perfekt. ich glaube, im Cola Draw ist in der Transfernote eine Transfernote drin. Warte. Cola Draw. Meinst du den hier? Falsche Not? Die da hinten? Da wo du gerade warst. Oh, lol. Vielen Dank. So, jetzt kriegen wir Stone Bricks und Slack. Das finde ich ganz gut. Und alles wird selbstständig generiert. So, unser Essen. Wenn das mit dem Essen passt, machen wir uns draußen auf jeden Fall die Farm irgendwann mal. Beziehungsweise vielleicht können wir dann auch schon bald mit Projekt QX starten. Und wir müssen das eventuell mal ein bisschen optischer gut gestalten, glaube ich. Hier wird zum Beispiel noch so eine automatische Pflanzenfarm. Das würde es halt voll bringen. Ich weiß gar nicht, warum ich so wenig Saplings bekomme. Ich kriege ja von diesen Rubber Saplings ja gar nichts. Komisch. Gesundheit. Mal zwei Fragen. Okay, drei. welche heraus? So. Dö. Es gibt in dem Modpack einen Lava Generator. Monsters. Gib Lava einen Monster Spawner, Lava Slime. Ja. Wieso? Fragezeichen, gibt es ein Crucible? Magma Crucible, meinst du den? Oder den normalen Crucible? Also es gibt hier, warte mal, Pyro gebe ich gleich ein. Magma Crucible und Crucible normal. Dann Pyro.
Den Eimer. Blazing Pyrotoim. Boah, den ersten Eimer. Vorletzte Seite. Okay, das, doch das. Okay. Was hast du vor, wenn ich fragen darf? Kann ich eventuell, warte. Ich glaube, ich platziere hier ein paar Fackeln. Nein, verdammte Scheiße. Da wird ja ewig gemacht. Ich hatte die Idee, eine automatische Lavafarm zu machen mit einem Crucible und das Pyro-Theorem. Gibt den Crucible Smelting-Geschwindigkeit und die Lava geht dann in den Lava-Generator, dann hast du Energie, aber es gibt den Crucible nicht, ach verdammt. Was hätte der normale Crucible denn gebracht, den du kennst? Ich habe keine Fackel mehr. Warum? Na, sie juckt. Ah! Zack. Zack. So. Vielleicht macht der Automat das gleiche. Hoffentlich. Das wäre geil. So. Ich muss nicht mehr drüber. Aber ich weiß nicht, die Maschine macht, obwohl mir fällt das ein. Kannst du mir bitte Lava eingeben und gucken, wie man die bekommt, warte. Der schmilzt Cobblestone zu Lava. Der schmilzt Cobblestone zu Lava. Okay, das ist cool. Der regt Lava Source oder Lava Still oder Lava Tank? Ne, Lava Tank nicht. Oder hier Lava. Was brauchst du? Klicken auf den Eimer und dann dort auf die Lava. Die? Aber Magma Crucible Stone spare ich mir in die Baumfarm? Jetzt spare ich mir komplett die Baumfarm.
32.000 RF zu 1000 MB. Rechnet sich das? Kann ich rechnen. Ist das gut oder nicht? Ich brauche 320.000, das ist was anderes. Kostet viel Strom, ja. Ich weiß nicht, ob sich das rechnet. Ich weiß nicht, ob sich das rechnet. So, ich weiß zum Beispiel hier nicht, warum die Saplings nicht reingehen. Das ist das Einzige, was momentan so semi gut funktioniert. Ja, ich hab ein bisschen was, ne? Komm mal machen. Okay. Der normale Crucible kostet keinen Strom. Der nimmt sowas wie eine Fackel, Lava oder das Pyl. Und das Pyl wäre das Beste gewesen. Der normale Crucible nimmt. Aber ich glaube, der Strom, der durch die Lava gemacht wird, ist doch, glaube ich, gar nicht so viel, wie es sein sollte, oder? Das ist schon wieder ein Minus. Ich kann weinen, Alter. Max Input ist 5000, Output ist 3000. Das bringt aber rein wenig. 2000. Perfekt. Configure. LOL. LOL. Output. Input. Input. Okay, jeder nimmt die Taschen und verkleidet die Geisel, setzt den Skimasken auf, holt den Hammer und die Meißel ist scharf. Hinten schon markiert, wo was abgetaucht wird. Output. Output. Input. 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 Output. Das hätte man nur drunter platzieren müssen und den Crucible drüber, aber leider gibt es das nicht. Ja, verdammte Scheiße. Dann bemisst. Null RFT. Power Usage, okay. Manche Sachen sind ja echt cool hier, ne? Also. Okay, pass auf. Wir sorgen dafür das nächste Mal, dass es hier so ein bisschen optisch besser aussieht. Denn hoffentlich sehen wir dann endlich mal, ob es eventuell hier was bringt. Noch irgendwie, ich habe noch viel Weizen, also. Okay, so reinpacken? Kann ich. Hier. Nein! Ach Quatsch. Kurz. So.
Voll der Geiz. So. Zack. Ich kann es einmal probieren, pass auf. Was ist, wenn ich den hier so reinmache? Da kommt nichts, da kommt was. Da kommt auch was. Ja, geht beides. Drei Brote. Na komm. Kommt da nichts mehr? Hab ich auch keine mehr drinne. Ha! Okay, es geht halb halb. So, dementsprechend haut er das durch das zu Brot. Brot geht rein, Brot geht rüber, aus Brot mache ich Toast. Wie viel habe ich jetzt? 4. Okay, 4 Toast, dann war's das. Gut. Das Problem hierbei ist, brauchen Bäume Licht zum Wachsen? Ja, bestimmt, ne? Hatten wir doch getestet, das unter der Erde. Funktioniert trotzdem ohne Licht? Ja. Okay. Wir hatten das doch mal. Schade. Ich meine, die wachsen ja, aber so mehr schmächtig als prächtig. So, dann würde ich sagen, das nächste Mal bauen wir hier auf jeden Fall was hin, was automatisch den da befüllt, weil das habe ich hier erst die ganze Zeit hier gemacht, dass wir Holz haben. Das ist der nächste Plan. Und vor allem, was ganz wichtig ist, wir schmücken es ein bisschen aus. Also, dass es nicht nur so eine Höhle ist. Bone Meal, danke. Er weiß, was ich will. Ist ja wirklich nur über Knochen, ne, möglich? Ne, warte. Small Bone Segment. Large Bone Segment. Wie sind das? Ein Quascher, Alter. Ja, nee. Das bringt nichts. Gut, wie gesagt, nächstes Mal machen wir hier so einen kleinen Gang. Wir haben jetzt diese Bricks. Die werden wir, denke ich, dementsprechend nutzen. Und hier wird auf jeden Fall sehr viel Holz gefarmt werden, damit wir erstmal den Generator ordentlich beströmen. Dann werden wir die Kabel ein bisschen neu verlegen, damit es ein bisschen optisch besser aussieht. Ich hoffe, das Essen funktioniert hier soweit. Gibt es eine Möglichkeit, diese Dinge in zu verstecken, in Blöcke reinzubauen? Das hat Kong da auch gemacht, bloß ich weiß nicht mehr wie. Ich könnte fast schwören, er hätte Carpenter-Blöcke benutzt. Es gibt Blöcke, die sind quasi nur eine Wand. Okay, wie heißen die? Gib mal Wall ein. Cobblestone Wall, ja, aber so sehe ich nicht. Fassade. Wie sieht es aus?
Table, Fassade, Paperwall. Paperwall Block, Cable Encore, ist ein Nether Quartz Quitting Knife. Ah, ich brauche Nether Quartz langsam. Ich hab's gewusst. Ein Paperwall Block, ja, wie krieg ich den? Ja, wie krieg ich den? Schisseln, okay. Mal bitte Cobblestone ein, vielleicht da hast du. Okay, warte. Cobblestone? Seite 1 bitte. Seien Sie, was hier. Oh, warte, das ist das Stone Transport Pipe. Basic Pipe, Medium Drug. Phone connect to cobblestone or quartz. Ne, das ist aber das sind nur die Items. Ich glaube, das verschiebt man, ne? Da, seid ihr. Wo? Diese Fassaden? Oder das hier? Die Wände. Cobblestone Wall oder ja die hier. Die kann ich aber nicht anklicken. Das ist alles bei BC Transport. Was muss ich dafür machen? Zelle 3? Die kann ich machen. Cobblestone und Cable Encore. Ich brauch Quartz. Nice. Nein, die. Oder meinst du die hier? Wo steht Cobblestone Wall und so? Nein. Also doch die. Doch die. Die zwei darunter, ja. Genau, doch die. Dafür brauche ich ja, wie gesagt, dafür brauche ich wirklich einen Nether Quartz. Habe ich Essen? Ja, schmeckt jetzt recht. So. Glas rein. Mehr Glas. Gut. Wie gesagt, dann werden wir das nächste Mal ein bisschen Ordnung reinbringen. Meine unterirdische Fabrik. Ich will noch fixes Essen, dann geh nochmal kurz hoch. Ja. Ah ja, oh. Ja, lass mich durch. Aber diese unendlich Cobblestone-Gemache, das ist ultra. Das ist einfach so OP. Okay, ist vielleicht doch ein bisschen später geworden. Entschuldigung. Bisschen spät geworden. Wollte noch Forest. Nee, ich komm nicht. Bin nicht da. Ich muss nur ganz kurz. Ich kenn den ganz kurz. Also, So. Kennt jemand einen, der jemanden kennt, der zu so einer unchristlichen Zeit noch online ist? Aber wie gesagt, das wär's denn von dieser Woche.